Heute nun der 4. Oktober und ich soll euch mit einer kleinen Geschichte über den Monat Oktober motivieren. Wir haben ja bis morgen haben wir diese Angleichung und so manch einer hat Schwierigkeiten. Das Video gestern hilft euch beim Angleichen, könnt ihr natürlich so oft anhören, wie ihr wollt. Es hilft wirklich sofort, war ich selbst erstaunt und ich hoffe, ihr hattet dann nach diesen Übungen wirklich einen feinen Tag. Wir gehen jetzt in einen brisanten Monat, weil hier noch mehr Täuschung aufgehoben wird, noch mehr Angleichung passiert. Und hier gebe ich euch drei wichtige Stationen. Die erste Station ist bis zum 12. Oktober. Hier wird geöffnet, hier wird angeglichen, hier wird noch einmal mit dir praktiziert, was die Energie des Monats dir bringen soll. Das heißt, du hast sehr wohl Öffnungen vor dir, die dich in einen neuen Lebensumbruch hineinbringen. Das heißt, immer wieder plötzlich kommen neue Begebenheiten, die magst du vielleicht nicht so, aber darum darfst du lernen, wirklich diesen Flow in dir zu steuern. Und das ist wirklich noch dieses große Vorbereiten in diesem Jahr. Wie komme ich in einen Flow-Zustand? Wie kann ich endlich von meinen subjektiven, alten Geschichten weggehen? Wie kann ich von meinem Müll, von meinem geistigen Müll, ich bin es nicht wert, ich leide nur, es gibt nur die Schwere, wie komme ich wirklich in diesen Mastermind, ich verwechsle immer unseren Trunk von LR, wie komme ich in den Mastermind natürlich, das heißt in ein kollektives Gedächtnis, wo Leid nicht programmiert ist. Hier geht es darum, dass du dich selbst in einen besten Zustand hineinbringst. Und bis zum 12. also hast du die Möglichkeit, dich angleichen zu lassen, die Anleitungen für diesen Monat in dir hervorzuholen, indem denn der Mind, der Mastermind, Mindmaster, Mastermind hervorgeholt wird. Und du lernst in der größten Suggestive zu bestehen. Was ist die größte Suggestive? Ich lerne mich neu kennen. Und das heißt, alter Müll weg, alte Geschichten weg, alte Programme fallen automatisch weg. Und das ist das Gute in diesem Oktober. Wir lernen uns neu kennen. Vom 12. Oktober bis zum 15. Oktober ist wieder eine kleine Welle drinnen, wie wir es auch heute Abend ab 17 Uhr haben. Wellen bedeutet immer, es kommt was hoch. Aber wenn du hier nicht mitspielst, sondern es einfach wie das Meer, wie da hinten, kommen lässt und es auch wieder zurückgehen lässt. Du steigst nicht mehr auf dieses Thema ein, egal wer oder was dich triggert. Versuch mal nicht einzusteigen, weil du nicht leiden musst. Du brauchst es nicht schwer zu haben. Du brauchst es nicht mit Ängsten noch einmal zu ummalen. Brauchst du alles nicht. Steig in dein Mastermind ein, indem du, wie sagen sie, Chef über deine eigene Angelegenheit wirst, indem du selbst korrigierst. 14. und 15. Oktober sind, sie sagen, schwere Tage für jene, die noch einmal kritisieren wollen, noch einmal werten wollen. Es kommen Begegnungen der ganz besonderen Art. Ich kann hier schon eine ganz kleine Geschichte erzählen. Wir sind ja auf einer Insel. Wir sind von LR eingeladen worden. Das heißt also Gratisurlaub für Markus und mich an einem schönsten Ort, den man sich vorstellen kann. Und wir laufen so am Strand entlang und auf einmal winkt eine Frau vom Meer uns zu und ruft, Magi Kaufmann, Magi Kaufmann. Und ich denke, oh, eigentlich kennt mich hier überhaupt kein Mensch. Und Ulrike kommt raus und sagt, Mai, ich möchte mich bedanken, du hast mich durch Corona begleitet. Seit 2020 schaue ich jedes Video von dir an und so bin ich leicht durch dieses Corona durchgegangen. Und wir waren beide perplex, weil wir beide niemals dachten, dass wir uns auf einer Insel, wo es gar nicht um Spiritualität, zumindest nicht offensichtlich um Spiritualität geht, und wir begegnen uns genau hier. Und das ist Mastermind. Das heißt, Menschen ziehen sich an. Menschen kommen neu zusammen. Menschen erleben jetzt Wunder um Wunder. Wenn du nicht wertest, kritisierst, nicht ständig in die Lügenfallen von dir hineintappst. Dritte Station ist dann der 28. Oktober, weil wir dann wirklich, sie sagen,
einen ersten Leerlauf haben. Ein Leerlauf mit der Doppel-E geschrieben heißt immer wieder, es tönt eine neue Musik. Und hier kommt wieder das Thema Blackout, hier kommt wieder das Thema Corona-Maßnahmen, hier kommt, sagen wir, es ist eine erneute Schleuderpartie, aber auf die wir nicht einsteigen werden. Es geht darum, dass du den Oktober nutzt, um den November bestmöglichst annehmen zu können. Der Oktober ist ein brisanter Monat und wie ich gestern schon sagte, dieses Angstloslassen werden wir diesen Monat fast jeden Tag lernen dürfen. Ängste sind eine fiktive Geschichte aus sämtlichen Albträumen, die die Seele mit überliefert hat. Und genau dieses geht es jetzt loszulassen. Wie wir dieses loslassen, wird uns nach und nach erklärt. Heute ab 17 Uhr eine Welle, es kommt was hoch und diejenigen, die dann mit Kopfschmerzen reagieren, sie sagen, nimm einen kalten Waschlappen und schreibe die Zahlen. Großes L, großes L, großes R auf diesen Waschlappen, einfach mit deinem Finger, reicht schon. Lege es auf den Nacken und du wirst merken, schwuppdiwupp, ist dein Kopfschmerz, deine Nackenspannung weg. Die anderen, die die Energie nicht auf den Boden bringen können, nehmen das berühmte Fußsalzbad und geben einen Esslöffel Honig hinein. Einfach die Füße hineinhalten, dürfen natürlich auch Kinder, wenn sie heute über drüber sind. Und dann geht schon wieder in den morgigen Tag und das ist dann die Auflösung. Es kommt zu einer Auflösung. Hier von Griechenland soll ich euch eines sagen, bleibe in der Ernsthaftigkeit deiner Freude. Und das wird der brisante Monat Oktober. Bleibe in der Ernsthaftigkeit der Ereignisse, in denen du lächelst. Und was hier schon beinahe ein philosophischer Spruch ist, wird ernsthaft, leicht und lebendig. Aber über dieses reden wir dann, wenn es an der Zeit ist. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir haben heute noch den letzten Nacht, die letzte Nacht hier, das letzte Fest hier und dann geht es morgen schon wieder zurück nach Wien und bald wieder zu meiner Homepage. Danke fürs Zuhören und danke, dass du mir vertrauen magst. Danke.